Ja, morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt genauso gut geschlafen wie wir. Wir sind frisch gestärkt. Das allmorgendliche Ritual beginnt. Einschmieren, Tasche packen etc. Heute soll wie immer, wie jeden Tag, der allerheißeste Tag des Jahres werden. Und wir starten auf unsere zweite Etappe. Und zwar von, Moment, wo sind wir hier? Meschede über Fröndenberg und dann geht's runter nach Menden. Meschede, Fröndenberg, Menden. So, ich bringe halt immer durcheinander. Mit vielen Pausen und ganz gemütliches Radeln, denke ich, werden wir das schon schaffen. Ne? Uns hetzt ja nichts. Wir machen hier eine Radreise. Radwandern. Ne? Vielleicht schieben wir auch mal wieder. Also, bis dahin. Ciao. Ich kann euch was sagen. Ich hatte gerade einen unbändigen Drang. Nicht nur einen Wunsch, sondern einen Drang. Nach links abzubiegen. Und hier reiche ich einmal einen Verbesserungsvorschlag rein, den Ruhrtalradweg umzulenken, denn da war die Veltins-Brauerei. Werbung hin oder her, er dreht sich um Bier. Ich finde, das ist auch ein Stück vom Ruhrgebiet. Ja gut, stattdessen haben wir diesen wunderschönen Ausblick. Ich sag mal so, mit Bier wäre noch schöner. Freunde, ich sag euch was. Entweder 35 Kilometer an der Ruhr entlang, im Staub und in der Hitze. Oder 35 Kilometer berghoch. Jetzt mussten wir uns nach dem jüngsten Teilnehmer unserer Tour richten, den Erik. Ne? Gedacht, komm, kürzen wir ab. 15 Kilometer schaffen wir. 45 Minuten sind wir da. Lass mal gut sein jetzt. Dafür hat man nochmal ein wunderschönes Panorama. Die Telefone haben auch den Betrieb eingestellt. Ist zu warm. Ist ein sicheres Zeichen, dass wir langsam zur Ruhe kommen für heute. Ja, wo da sitze ich nun? Nach 50 Kilometer circa heute die Etappe. Ich bin breit. Eigentlich wollte ich nichts mehr sagen. Nur noch Cut und Klappe und Schluss und Feierabend. Immer, ich bin so was von breit und sauer jetzt, die Oberschenkel sind hart. Aber ja, das hat man davon, wenn man nicht die 35 Kilometer fährt, sondern nimmt lieber die 15. Stattdessen hat man dann 7,5 Kilometer Steigung. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Wir sind ja wirklich im Bergischen. Ne? Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in Menden angekommen und haben ein wunderschönes Quartier bezogen. Mit Klimaanlage, ich fange hier gleich an zu weinen. Ich schwitze immer noch ab wie Tier. Erstmal trocknen, duschen, trinken, nochmal duschen. Und 19.30 Uhr WDR-Lokalzeit gucken. Ne? Fertig für heute. Vielleicht gucken wir uns noch ein bisschen hier das Sträßchen an. Mitten in der Innenstadt. Aber ich glaube, wir sind alle bedient für heute. Trotzdem schön, aber ich würde sagen, Hashtag mehr Generation, Genuss, Radl, Rad, Tortur der Leiden. Punkt.